Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein kleines praktisches Werkzeug, was es vor allen Dingen mir auch in Zukunft praktischer machen wird, euch diverse USB-Geräte, insbesondere solche Powerbanks hier und andere stromversorgende USB-Geräte wie Netzteile und andere Dinge, ein bisschen besser vorzuführen. Bisher konnte ich euch bei solchen Geräten eigentlich immer nur beweisen, dass sie funktionieren im Video, dass da überhaupt Saft aus den Ports kommt. Jetzt kann ich euch ein bisschen mehr zeigen mit diesem USB-Safety-Tester. Der erlaubt es uns nämlich, wir sehen es hier auf der Rückseite, unter anderem die Spannung zu messen, die aus so einem USB-Port rauskommt, aber auch die Stromstärke und den Stromverbrauch hier über einen bestimmten Zeitraum. Das sehen wir hier, die verschiedenen Funktionen und wie man diese erreicht bzw. auf Null zurücksetzt. Das ist auch eigentlich alles, was es zur Verpackung und auch zum Inhalt zu sagen gibt. Mehr ist da nicht drin, außer natürlich dieser USB-Safety-Tester. Ein, ja, auf den ersten Blick ganz gewöhnlicher USB-Stick. Auf der Rückseite sehen wir nochmal eine kleine Beschreibung, inklusive der Minimal- und Maximal-Spannungs- und Stromstärkewerte von 3 bis 30 Volt kann der hier messen. Auch wenn aus einem USB-Port natürlich in der Regel nur 5 Volt rauskommen sollten. Außerdem Stromstärken von 0 bis 5,1 Ampere, was auf jeden Fall eine Menge Saft ist. Hier sollten wir also alle Geräte mit messen können. Hier gehen wir an unsere USB-Stromquelle ran, wenn wir zum Beispiel die Spannung messen möchten, die jetzt hier aus so einer Powerbank kommt. Und hier haben wir dann noch einen USB-Eingang. Da können wir einen weiteren Verbraucher anschließen, wie zum Beispiel ein Smartphone, welches an dieser Powerbank auflädt und so zum Beispiel die von dem Smartphone verbrauchte Stromstärke messen. Sehen wir nochmal auf Englisch die Funktionen beschrieben. Quick Charge 2.0 und 3.0 werden auch unterstützt in schöner, halbtransparenter Klavierlackoptik, die sofort ganz grandios verschmiert. Hier oben ist übrigens noch der kleine Key, der kleine Taster, mit dem wir ja die gerade beschriebenen Funktionen auf der Rückseite hier erreichen können durch einmaliges, zweimaliges, dreimaliges bis sechsmaliges Drücken dieser kleinen Taste. Ist hier noch irgendwas anderes drin? Nein, das ist wirklich nur diese kleine Pappkarte. Deshalb würde ich sagen, wir probieren das Ganze mal aus. Meinetwegen hier direkt mal anhand dieser Powerbank. Die habe ich euch auch in einem vergangenen Video mal gezeigt. Konnte euch aber, wie gesagt, wirklich nur beweisen, dass sie überhaupt funktioniert. So, schauen wir mal, was hier passiert. Ich muss, glaube ich, noch den Knopf an der Powerbank drücken. Ganz genau. Jetzt tut sich hier was. Nee, tut sich nichts, weil diese Powerbank schon einen Wackelkontakt auf diesem Port hat. Machen wir es besser hier mit der schönen Babyblauen. Die schwarze da hinten hat nämlich einen Wackelkontakt leider an beiden USB-Ports. Das hat diese nicht und wir sehen direkt, dass hier die Spannung von 5,16 Volt ungefähr aus dem USB-Port rauskommt. Die rechten Werte hier, also insbesondere der Wattverbrauch oder die Milliampere-Stunden, die werden jetzt natürlich nicht angezeigt. Die können nur angezeigt werden, logischerweise, wenn wir hier jetzt einen Verbraucher dran anschließen. Das werden wir sofort tun. Vorher zeige ich euch noch eben die verschiedenen Display-Arten. Die können wir mit einem einfachen Druck auf die Taste hier erreichen. Das sind im Endeffekt ja nur eine andere Anzeigevariante hier, enthält aber die gleichen Informationen. Hier noch eine dritte. Temperatur wird auch gemessen, wie ihr sehen könnt. Und ja, dann kommen wir wieder zurück zur Hauptansicht sozusagen. Die fand ich am übersichtlichsten mit der großen Volt- und Ampere-Anzeige. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Samsung Galaxy Tab hier hinten mal anschließe mit dem ganz gewöhnlichen Ladekabel, dann sollten wir auch sehen, ganz genau, dass hier Strom verbraucht wird jetzt. Und zwar 1,1 Ampere ungefähr, das schwankt ein bisschen. Außerdem zieht das Tablet jetzt 5,5 Watt, seht ihr oben rechts. Unten rechts seht ihr die bisher verbrauchten Wattstunden. Das könnte man dann sogar noch in Geld umrechnen. Tut dieses Gerät jetzt hier aber nicht. Ist auch, glaube ich, irrelevant bei so kleinen Verbrauchern. Und links sehen wir ja die abgelaufene Zeit, fast 30 Sekunden jetzt. Diese ganzen Daten, die könnt ihr euch, wie gesagt, in verschiedenen Ansichten anzeigen lassen, indem ihr hier oben einmal auf diese Taste drückt, dann sehen wir hier in dieser Ansicht übrigens zum Beispiel auch noch den Widerstand hier von 4,63 Ohm, wenn ich das hier richtig sehe. Ich bin kein Vollelektronik-Profi. Verzeiht mir, wenn ich euch hier irgendwelche falschen Informationen gebe, aber ich denke mal, die Grundwerte, insbesondere die Spannung, den Stromverbrauch und die Stromstärke, die von diesem Tablet jetzt hier gezogen wird, die lässt sich hier auch für den Laien gut ermitteln. Das ist, wie gesagt, vor allen Dingen bei solchen USB-Strom-Gadgets hier praktisch, um festzustellen, ob Herstellerversprechen von 2,1, 2,4 Ampere Schnellladestrom und so weiter gehalten werden. Das kann ich jetzt natürlich hier mit so einem alten Gerät nicht wirklich beweisen, da sich dieses tatsächlich nur knapp über 1 Ampere aus der
der Leitung gönnt. Wenn ich den Verbraucher abstecke, dann gehen die Werte natürlich zurück auf 0. Die Gesamtwerte, also die verbrauchten Wattstunden und auch die Amperestunden, die bleiben aber angezeigt. Und auch die Zeit, nämlich 1 Minute 24, wenn wir diese ganzen Werte zurücksetzen wollen, dann halten wir diesen Taster hier einfach einen kleinen Moment gedrückt und ihr seht, alles geht zurück auf 0. Ich schließe mal hier noch ein paar Kleinverbraucher an, zum Beispiel die Ladebox meiner kleinen Bluetooth-Ohrhörer da hinten. Da sehen wir, ja, erwartungsgemäß ziehen die sehr wenig Strom, 0,4 Ampere und 2,1 Watt ungefähr. Ich habe leider keine stromhungrigen und schnellladefähigen Smartphones oder sowas im Moment zur Hand, um den gegebenen Werbeversprechen hier mal auf den Grund zu gehen. Auf jeden Fall bin ich aber in Zukunft besser aufgestellt, wenn ich euch hier solche Gadgets auf meinem Kanal präsentiere. Dann kann ich euch nämlich beim nächsten Powerbank-Review nicht nur beweisen, dass Strom aus den USB-Ports kommt, sondern tatsächlich auch wie viel. Noch ein cooles Detail ist übrigens, dass dieser USB-A-Stecker, hier der ganz normale klassische USB-Stecker, verdrehsicher tatsächlich ist. Das kannte ich auch noch nicht, wie beim modernen USB-C. Mal eben zum Beweis hier. Ich kann den so rum einstecken, dann bekommt er Saft. Ich kann ihn aber auch so rum einstecken und er bekommt, wie ihr sehen könnt, auch Saft. Das funktioniert genauso. Das liegt an diesem mittig angebrachten Trennwand in dem Stecker. Da könnt ihr sie mal sehen. Die geht tatsächlich beidseitig auf die USB-Ports. Sehr coole Sache, frage ich mich, warum das nicht generell so gemacht wird. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Auf jeden Fall ein sehr praktisches Gadget. Schöne LED-Anzeige, ordentliche Verarbeitung und ja, macht einen guten Eindruck und wird mir hoffentlich ein guter Helfer sein. Ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch für dieses Review genommen habt. Mehr gibt es nicht zu sagen, denke ich mal. Ich mach's kurz und verabschiede mich von euch. Würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen, wenn euch das gefallen hat. Macht's gut und ciao, ciao.